Und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Guide zu Guild Wars 2, speziell Living World Staffel 1, Episode 3. Wir befinden uns hier in Scarlets Spielhütte und sind hier in diesem dritten Sektor und wollen einen Erfolg machen, nämlich die Straße des Großmuts. Dazu sollen wir vermeiden, während unserem Weg durch dieses Labyrinth entdeckt zu werden. Ich gebe gleich den Hinweis, das, was ich hier zeige, könnte eventuell auch gepatcht werden, bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen unter Vorsicht das Ganze, muss man sehen. Und es kann zwischendurch schief gehen. Das heißt, ihr müsst leider, um hier zu landen, immer wieder davor das Event hier in diesem zweiten Sektor erledigen. Deswegen übt ruhig dieses Fahren-Event. Man kriegt das in knapp einer Minute ganz gut hin. Plus die ganzen Dialogzeiten ist man halt immer so in 3-4 Minuten eigentlich wieder an der Stelle. Das Weitere ist, bitte jeden Begleiter wegschicken, wenn ihr irgendeinen habt, also einen größeren, nicht, dass der irgendwo reingeht. Was müssen wir hier machen? Wir müssen diese drei, diese Schalter umlegen. Und einer ist hier super erreichbar, deswegen der ist kein Problem. Das eigentliche Problem ist, dass man hier durchschleichen sollte, eigentlich auf den Wegen, wo dann immer diese Wachposten entlanglaufen. Man kann teilweise durch die Stacheln gehen, das heißt, man kann ein bisschen abkürzen. Aber das machen wir nicht, denn wir nutzen aktuell, zumindest so ist das noch implementiert, den Trick aus, dass wir auch hier oben entlanglaufen können. Ein paar von diesen Gittern, das nutze ich nicht vollständig, sind auch noch durchlässig. Das heißt, da können wir auch das besser hinkriegen. Was ihr hier machen müsst, ist entweder ihr macht hier einen Bananensprung, also in die Richtung springen und dann nach links gucken, oder ihr geht hier auf dieses Dach, was auch geht, oder springt halt gleich drauf. Dann könnt ihr hier genauso wieder entgegenlaufen. So, dann das gleiche in die Richtung. So, ihr könnt hier sogar drüber springen, das will ich aber nicht. Ihr könnt auch oben dran laufen, das ist also vollkommen egal, wie ihr es hier macht. Dann seid ihr hier oben. Also wir sind hier sozusagen schon am Ende der Instanz, deswegen kommt man aktuell noch relativ schnell an diese Aufzeichnung. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. So, hier ist dieser Schalter, den nehmen wir aber als letztes. Denn wir nehmen uns erstmal den, der ganz am Ende ist, weil der führt hier auch einen Weg lang. Das heißt auch hier wieder, wir gehen hier schön entlang. Vorsicht, nicht zu, also nicht den Winkel zu steil haben, weil dann kann es passieren, dass ihr vielleicht runterrutscht. Immer so schräg gegen die Gitter. Dann könnt ihr hier oben langlaufen. So, dann können wir hier wieder drauf springen. Springen wir hier dagegen. Machen wir diesen Bananensprung. Obacht geben, dass wir nicht zu lange hier bleiben. An dem Rand. Springen hier auf diese Rampe. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die gerade langlaufen, sicherheitshalber. Weil hier kommt gerade der Trupp, das wäre eher schlecht, wenn wir den mitnehmen. Deswegen ein bisschen weiter oben stehen. Okay, vorbei. Wir nehmen jetzt den Schalter. Haben damit schon 2 von 3. So, jetzt müssen wir an den dritten kommen. Das heißt, auch hier wieder rückzu. Lauft ihr hier oben lang. Springt hier diesen Baldachin hoch. Jetzt müssen wir an diesen Schalter kommen. So, da gibt es 2 Probleme. Also Nummer 1 ist, dieser Trupp, der läuft hier immer an diese Stelle entlang. Läuft zurück. Können wir mal den Weg verfolgen. Bester Sieg-Manier oder Dark Project-Manier. Läuft hier rüber, bleibt stehen. Also der macht hier immer diese Mondbahn. Und es gibt hier drüben einen Trupp, der läuft hier immer runden. Das Beste ist eigentlich, was ihr hier machen könnt, indem ihr noch weiter rüber geht, euch drüben fallen lasst und dann mit die Runde lauft. So, wir gehen also rüber. Gucken nach, wo sind sie gerade. Das heißt, hier könnten wir es zum Beispiel fallen lassen. Gehen hier entlang, Vorsicht, nicht zu schnell, sonst kriegt man den mit. So, und jetzt laufen wir einfach mit. Okay, die eine ist gerade ein bisschen verbuggt bei mir. So, und jetzt schnell hier durchs Gitter. Und schon habt ihr das Achievement. Ihr seht also, der Trick ist, dass wir erst den ersten Hebel nehmen, dann den dritten, dann zurück zur Mitte gehen, runterspringen, mit die Runde laufen und dann halt durch das Tor durch. Leider wird das Achievement erst aktiviert, wenn ihr durch das Tor schon durch seid und nicht, wenn ihr den dritten Schalter betätigt habt. Ansonsten probiert es gerne aus. Finde ich, ist aktuell noch einfacher, anstatt durchs Labyrinth zu gehen, aber vielleicht wird es bald rausgepatcht. Deswegen macht's in nächster Zeit. Das war wieder ein kleiner Guide. Bis demnächst, euer Lanitor. Tschüss.